Liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe heute um euer Vertrauen und um eure Stimme für Platz 5 der Landesliste. Und ich tue dies mit einem Blick nach vorn auf das, was wir gemeinsam in den kommenden 5 Jahren erreichen wollen. Und gleichzeitig mit einem Blick zurück. Das heißt, woher wir kamen und was wir mit aller Kraft zu verteidigen haben. Meine biografischen Daten und Grundpositionen könnt ihr gegebenenfalls, sofern ihr das wünscht, an der Pinnwand lesen. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Ich habe mein politisches Engagement für Berlin in einer Zeit begonnen, da war von Regierungsverantwortung noch gar nicht zu träumen. Ich habe damals nach der Wende bewusst Verantwortung in der PDS übernommen und mich mit Genossen wie Peter Rudolf Zotel, Gesine Lötsch und Carola Blum in der Opposition engagiert. Es stimmt, Klaus hat es gesagt, 2-mal wurde ich zur Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses gewählt und das erste Mal übrigens, als es noch keine rot-rote Mehrheit dort gab, sondern eine schwarz-rote Mehrheit. Wie ihr wisst, ist mein konkretes Aufgabengebiet seit Jahren die Europapolitik. Das klingt zunächst erstmal immer sehr weit weg von Berlin. Aber welchen Einfluss die europäische Ebene auf den Berliner Alltag nimmt, zeigen unter anderem die Auseinandersetzungen um die neue Arbeitszeitrichtlinie für Arbeitnehmerinnen, das sogenannte Sparkassenurteil oder die Dienstleistungsrichtlinie, die durch die einseitige Wettbewerbsorientierung den neoliberalen europäischen Zeitgeist verkörpern. Unsere Kritik dazu haben wir aktiv in parlamentarischen Anträgen und Bundesratsinitiativen öffentlich deutlich gemacht. Und ich sage euch, was Frau Merkel zu Hause in Deutschland nicht umsetzen kann, das versucht die Bundesregierung klammheimlich unter europäisches Diktat zu stellen. Das ist Realität. Die Rente mit 67 will sie als Modell nach Europa tragen. Und wir haben eine andere Antwort darauf. Wir setzen dem eine andere Strategie entgegen. Für uns heißt es, die Vorstellung über ein anderes, sozial gerechteres Europa nach Brüssel zu tragen und zu verdeutlichen, ja, es ginge auch anders. Und dabei, liebe Genossinnen und Genossen, helfen auch konkrete Berliner Erfahrungen. Ich vertrete zum Beispiel seit einigen Jahren als Mitglied im Ausschuss der Regionen, einem Regionalparlament mit 369 europäischen Regional- und Kommunalpolitikern in Brüssel, Berliner Landesinteressen. Ich tue das aktiv unter einer ansonsten fast vollständig konservativen Mehrheit. Wir sind dort zurzeit nur 2 deutsche Linke, Ralf Christoffers aus Brandenburg und ich. Und ehrlich gesagt, auf den Spitznamen, die Rote aus Berlin, den ich dort inzwischen habe, auch wenn die Konservativen das anders meinen, bin ich ehrlich gesagt etwas stolz. Denn es zeigt, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Es gibt linke Alternativen, die wir auch in Brüssel offensiv und streitbar einzubringen haben. Liebe Genossinnen und Genossen, abschließend noch ein Wort ganz anderer Art. Für eines stehe ich auch weiterhin nicht zur Verfügung. Für Oberflächlichkeit und Schwarz-Weiß-Denken. Politik ist für mich immer konkret und muss an den realen Alternativen gemessen werden. Verantwortung übernehmen heißt für mich, um Mehrheiten streiten und um Akzeptanz in der Gesellschaft für unsere Alternativen zu ringen. Und das schließt ein, Kompromisse einzugehen, auch wenn das große Ziel nicht sofort und vollständig umsetzbar ist. Zu diesem dann aber auch zu stehen, auch im Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit und öffentlich zu verteidigen, auch bei Gegenwind, das macht für mich linke Politik
berechenbar und transparent. Ja, wir haben die Stadt von links verändert. Wir haben die Pflicht, dies auch im kommenden Wahlkampf konkret zu verdeutlichen. Und wir können dies selbstbewusst tun, nicht unkritisch und nicht selbstkritisch. Das ist, und zwar selbstkritisch. Das ist selbstverständlich. Wir haben uns im Übrigen, wie ich finde, auch selbst als Linke verändert. Wir streiten inzwischen für knallharte, machbare Lösungen und Konzepte, die wir in der Realität erproben. Lasst uns daran weiterarbeiten und im Wahlkampf gemeinsam kämpfen. Dankeschön.